Ihr beiden, die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden, sagt, was ihr wohl in deutschen Landen von unserer Unternehmung hofft. Ich wünschte sehr, der Menge zu behagen, besonders weil sie lebt und leben lässt. Die Pfosten sind die Bretter aufgeschlagen und jedermann erwartet sich ein Fest. Wie machen wir es, dass alles frisch und neu und mit Bedeutung auch gefällig sei? Denn freilich mag ich gern die Menge sehen, wenn sich der Strom nach unserer Bude drängt. Bei hellem Tage, schon vor Vieren, mit Stößen sich bis an die Kasse ficht und wie in Hungersnot um Brot an Bäckertüren, um ein Billett sich fast die Hälse bricht. Dies Wunder wirkt auf so verschiedene Leute der Dichter, nur mein Freund O'Toole ist heute. Oh, sprich mir nicht von jener bunten Menge, bei deren Anblick uns der Geist entflieht. Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge, wo nur dem Dichter reine Freude blüht. Ach, was in tiefer Brust uns da entsprungen, was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, missraten jetzt und jetzt vielleicht gelungen, verschlingt des wilden Augenblicks Gewalt. Oft, wenn es erst durch Jahre durchgedrungen, erscheint es in vollendeter Gestalt. Was glänzt, ist für den Augenblick geboren, das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Wenn ich nur nichts von Nachwelt hören sollte, gesetzt, dass ich von Nachwelt reden wollte, wer machte denn der Mitwelt Spaß? Den will sie doch und soll ihn haben. Drum seid nur brav und zeigt euch musterhaft. Lasst Fantasie mit allen ihren Chören, Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft. Doch merkt euch wohl, nicht ohne Narrheit hören. Besonders aber lasst genug geschehen. Man kommt zu schauen, man wird am liebsten sehen. Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen, an jeder sucht sich endlich selbst was aus. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen und jeder geht zufrieden aus dem Haus. Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken. Solch ein Ragout, es muss euch glücken, leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht. Was hilft's, wenn ihr ein ganzes dargebracht, das Publikum wird es euch doch zerpflücken. Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk sei, wie wenig das dem echten Künstler zieme. Der sauberen Herren Pfuscherei ist, merke ich schon bei euch, Maxime. Ein solcher Vorwurf lässt mich ungekränkt. Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muss auf das beste Werkzeug halten. Bedenkt, ihr habt weiches Holz zu spalten. Und seht nur hin, für wen ihr schreibt. Wenn diesen Langeweile treibt, kommt jener satt vom übertischten Mahle. Und was das Allerschlimmste bleibt, gar mancher kommt vom Lesen der Journale. Man eilt zerstreut zu uns wie zu den Maskenfesten und Neugier nur beflügelt jeden Schritt. Die Damen geben sich und ihren Putz zum Besten und spielen ohne Gage mit. Ich sag euch, gebt nur mehr und immer, immer mehr, so könnt ihr euch vom Ziele nie verirren. Sucht nur die Menschen zu verwirren. Sie zu befriedigen ist schwer. Geh hin und such deinen anderen Knecht. Der Dichter sollte wohl das höchste Recht, das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt, um deinetwillen frevelig verscherzen. Wodurch bewegt er alle Herzen? Wodurch besiegt er jedes Element? Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt und in sein Herz die Welt zurückgeschlingt? Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter zum Ehrenkranz, Verdiensten jeder Art? Wer sichert den Olymp, vereinet Götter? Des Menschen Kraft im Dichter offenbart. So braucht sie denn die schönen Kräfte und treibt die dichterischen Geschäfte, wie man ein Liebesabenteuer treibt. Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt. Und nach wird man verflochten. Es wächst das Glück, da wird es angefochten. Man ist entzückt, dann kommt der Schmerz heran. Und ehe man sich's versieht, ist's eben ein Roman. Lasst uns auch so ein Schauspiel geben. Greift nur hinein ins volle Menschenleben. Ein jeder lebt's. Nicht vielen ist's bekannt. Und wo ihr's packt, da ist's interessant. In bunten Bildern wenig Klarheit. Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit. So wird der beste Trank gebraut, der alle Welt erquickt und auferbaut. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehen. Was hilft es, viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint sie nie. Gebt ihr euch einmal für Poeten, so kommandiert die Poesie. Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. Drum schonet mir an diesem Tag Prospekte nicht und nicht Maschinen. Gebraucht das groß und kleine Himmelslicht. Die Sterne dürft ihr verschwenden. An Wasser, Feuer, Felsenwänden, an Tier und Vögeln fehlt es nicht. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächtiger Stelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle.